Die Beziehung zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Partnerin Amira ist weiterhin von Spannungen geprägt, wie neue Aussagen des Comedians in seinem Podcast nahelegen. In einer Spezialfolge zum Muttertag mit Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden geben sie Einblicke in ihr Familienleben und offenbaren auch Details über ihre Beziehung zu ihren eigenen Müttern. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. In der neuesten Folge ihres Podcasts Die Pochers, Frisch Recycled, sprechen Oliver Pocher und seine Ex-Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden über die Feierlichkeiten zum Muttertag und ihre Beziehung zu ihren Kindern sowie zu ihren eigenen Müttern. Dabei kommt auch die Frage nach Geschenken und Traditionen auf. Alessandra bemerkt, dass Oliver ihr noch nie Blumen zum Muttertag geschenkt habe und wäre auch mit einer Handtasche zufrieden. Oliver, etwas widerwillig, verspricht, dieses Jahr ein Geschenk zu machen. Eine Zuschauerin fragt dann, ob auch Amira Pocher ein Geschenk zum Muttertag erwarten könne. Oliver antwortet zunächst sarkastisch, aber betont dann, dass er Amira durchaus etwas schenken würde, da sie als Mutter einen guten Job mache. Jedoch macht er klar, dass die Beziehung zu Amira alles andere als supergut sei, obwohl sie sich vor den Kindern hochprofessionell verhalten. Oliver und Amira Pocher hatten im August 2023 nach 4 Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben, gefolgt von einem öffentlichen Rosenkrieg. Das Paar hat 2 Kinder. Mit Alessandra Meyer-Wölden war Oliver von 2010 bis 2013 verheiratet und hat gemeinsame Kinder mit ihr. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.